Hallo und herzlich willkommen zurück bei Planet Coaster. Ich bin der Steffen und ihr seid hier auf dem Kanal von Let's Survival. Wir bauen heute weiter an unserem Herausforderungspark bzw. an Choco Mountain. Und zwar haben wir noch 144 Euro zur Verfügung und die werden wir noch irgendwie ausgeben. Und zwar benötigen wir noch ein bisschen Szenerie. Und wir hatten hier angefangen. Und das würde ich noch ein Stückchen weiter bauen wollen. Das heißt, wir gehen auf Natur. Und hier auf Formschnitt. Und haben da wieder unsere Hecke. Bauen die hier noch ein Stückchen weiter. Das ist aber was, wofür ich mich ein bisschen mehr konzentrieren muss. Deswegen neige ich dazu, dann das Kommentieren zu vergessen. Und werde ganz ruhig. So, schauen wir mal, wie weit wir sind. Ein Stückchen wollen wir noch ungefähr bis hierher. So, schauen wir uns das mal von der Seite an. Und können hier noch ein Stückchen korrigieren. So ein kleines Stückchen. Du noch ein Stück. Und fertig. Und ja, das passt. Ja auch. Super. Dann ist der Teil erstmal soweit fertig. Und wir nehmen uns den hier vor.
Und jetzt hätten wir das Ganze noch verfeinern. Schwebst du? Nee, sehr schön. Und jetzt bist du dran. Jetzt habe ich dich. Erst mein Stückchen nach oben noch. So. Und nun den Rest positionieren. Stückchen so, Stückchen wieder zurück. Ist gerade wieder ein bisschen fummelig. Vielleicht noch ein Stückchen darüber. So schaut's. So ist besser. So lassen wir es jetzt. Sehr schön. Und hier ist noch ein Platz für ein Steinchen. Gut, dann würde ich sagen, können wir unseren Park quasi eröffnen. Wir gehen noch mal schnell in die Parkverwaltung und können uns dort noch mal was anschauen, und zwar Park öffnet um 8 und schließt um 9. Die Tickets kosten 1 und 2 Dollar. Das Karussell kostet 3,50. Wir gehen mal auf 4 Euro. Und
Und hier gehen wir mal auf 5. So. Ein bisschen was wollen wir ja verdienen. Dann schauen wir mal nach dem Personal. Da hatten wir noch nichts. Und stellen mal einen Putzmann ein. Und einen Techniker. Und unser goldenes Maskottchen. Zur Bespaßung der Gäste. Und dann machen wir erstmal, verdienen wir erstmal Geld. Was macht ihr? Okay. Okay, okay, okay. Also lassen wir das mit den Tickets. Und locken die Gäste erstmal an. Dass erstmal Leute in den Park überhaupt kommen. Also es wurde sich gerade quasi bemerkt, dass es schön ist, dass wir kein Geld für die Toiletten verlangen. Dennoch keine Besucher im Park. Genau, aller Anfang ist schwer. Und nun müssen wir etwas abwarten. So. Ich habe die Aufnahme kurz pausiert. Da ja gerade mal nichts passiert ist. Und hatte mich gewundert, dass hier nichts vorangeht. Keine Gäste kommen. Und dann fiel mir auf, ich sollte vielleicht die Attraktion auch eröffnen. Sprich, die beiden Parkgeschäfte waren noch geschlossen und deswegen kam keiner und kam keiner. Er hat es wahrscheinlich so beibehalten, da es ja ab und an Abschnitte gibt, in denen jetzt nicht so viel passiert oder wenn ich mal etwas Aufwendigeres baue und mich wieder im Detail verliere. Kann es sein, dass ich die Aufnahme kurz stoppe und dann ein paar Minuten später weitermache. Einfach damit, wenn möglich, keine Langeweile aufkommt. Genau, also die Geschäfte laufen jetzt. Die Fahrgeschäfte laufen. Und wir haben Gäste. Tendenz steigend. Wir verdienen auch so langsam Geld. Das können wir uns mal hier anschauen. Bei den Finanzen. Unser Park hat im Moment einen Wert von 4.700 und wir machen Gewinn. Eventuell kann mir einer von euch mehr darüber sagen, was dieses Geldfluss zu bedeuten hat. Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass es das quasi gegenrechnet. Ein- und Ausnahmen, Eingaben, Einnahmen und Ausgaben, dass das irgendwas zu bedeuten hat als Geldfluss. Eventuell könnt ihr mir da was weiterhelfen und schreibt das mal in die Kommentare. Würde ich mich sehr freuen. Ja, und wie gesagt, wir müssen jetzt anfangen, unsere Attraktion etwas zu thematisieren und stellen dafür mal auf Tag um. So viel und so weit werden wir damit noch nicht kommen, da uns schlicht und einfach das Geld fehlt.
Aber wenigstens ein bisschen was. Dass wir nicht zu weit runter gehen. Oh, da geht's schon los. Da geht's schon wieder los, nicht genug Geld. Aber unsere Parkbewertung steigt. Und wir haben sogar ein kleines Plus gemacht. Bin eigentlich darauf aus, das Ganze ohne Kredit zu spielen, um mich diesbezüglich weiterzuentwickeln, ohne Kredite aufzunehmen. Schauen wir mal, wie weit wir damit kommen mit der, mit dem Wunsch. Und werden hier dann noch etwas Felsen bauen. Das sind so eigentlich das günstigste, was man machen kann. Fast. Fels und dann, glaube ich, diese kleinen Büsche und Sträucher, die kosten auch, glaube ich, bloß jeweils 1 Euro. Ich weiß, es ist eigentlich Dollar, aber ich werde weiterhin bei Euro bleiben. Gehen wir davon aus, dass das als Währung generell, dass da noch Währungen dazukommen, dass man sich das einstellen kann. Davon würde ich jetzt einfach mal ausgehen. Ach, du bist das. Nee, ich wollte etwas Büsche, genau. Falsche Kategorie hoch. Die Musik verleitet einen dazu, mal mitzusummen, was gar nicht so gut ist. Ich möchte euch ja nicht verkraulen. Nee. Das nicht. Hier weiter. Und nehmen uns ein paar größere Bäume vor. So. Auch ruhig die Sachen immer mal drehen und anderweitig platzieren, dann sehen dieselben Sachen manchmal gleich ganz anders aus. So. Dich nehmen wir noch als Busch.
Und dann können wir mal bei Licht schauen. Und beim Licht ist mir aufgefallen, gibt es diese super Flutlichter hier. Dafür gehe ich mal kurz auf Nacht. Und zwar gibt es da einmal diese. Erstmal nach oben holen. Einmal diese. Das sind Flutlichter, die halt relativ weit strahlen. Und dann gibt es hier diese. Und normalerweise sind die wohl gedacht, um irgendwie an Häuser zu machen. Aber man kann hier alles zweckentfremden. Und ich finde sie als Botenstrahler, die dann solches Licht machen, eigentlich perfekt. Das sieht super schön aus. Und die werden wir jetzt mal hier platzieren. Holen wir erstmal die Oberfläche hoch. So. Und dann kann man die hier super zwischensetzen. Und damit für schöne Stimmung sorgen. Ich finde die teilweise sogar besser geeignet als die Strahler, die es gibt. Gerade hier in so einem Bereich, wo man Bäume oben hat, passen die super rein. Und dann kann man sie natürlich einfärben, wenn man sie denn trifft. Willst du woher kommen? Da. Wir können dem Ganzen eine etwas gedimmtere Farbe geben. Dass es nicht ganz so grell ist. So, und dann haben wir hier schon etwas Licht. Dann suchen wir noch was für diese Warteschlange. Dafür gehen wir wieder auf Szenerie und suchen uns da was mit Licht aus. Hier würde jetzt passen. Strahler könnte man eventuell hierfür nehmen. Schauen. Oberfläche ausrichten. Und dann könnten wir die hier den Büschen etwas verstecken. So. So. Dahin. So. Und dann bekommen die auch noch ein etwas anderes Licht. So verschiedene Rottöne.
Muss ich mal näher ran. Dich doch nicht. So. Und damit haben wir etwas Licht geschaffen. Wenn wir wieder auf den Tagmodus gehen. Und damit würde ich sagen, war's das für heute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.